Die haben ein Informationsdefizit. Wie groß denn? Minus 1. Einmal Informationen, bitte. Okay. Das passt jetzt gar nicht in die Planung. Wo baue ich denn jetzt noch ein Infozentrum hin? Wie wäre es hier oben? Ich bin dafür hier oben. Das bauen wir noch um. So, an der Klippe gibt es jetzt hier oben noch ein Infocenter. Information. Kommen hier hin. Irgendwie. Weiß ich noch nicht so richtig. Nee, das gefällt mir nicht. Wir ziehen das doch runter. Dann ist es vielleicht doch intelligenter, wenn das hier wäre. Da kommt das Infocenter hin, genau. So, dann kann ich hier oben nämlich die Häuser wieder hinbauen. Aber nicht hier, da muss ein Doppelding hin, ansonsten habe ich die Straßenanbindung nicht. Genau. Dann ziehe ich das hoch, dann ziehe ich hier die Straße runter. Genau, so dachte ich mir das. Baue hier die Informationen hin, baue auf die andere Seite. Da passt das leider nicht, was ich will. Aber hier sozusagen noch zwei Häuschen hin. Und dann oben. Oben, oben. Genau so dachte ich mir das. Ich baue hier nochmal noch eine zweite Laterne hin. Denn parkmäßig bauen wir das dann hier hinten und packen dann hier zack, zack zwei Dings neben. Und hier können die dann parken. Genau so. Genau so, mitten im Grünen, oben an der Ecke. Und ich hoffe, jetzt haben wir auch wieder das Informationsproblem. Haben wir. Aber was natürlich gar nicht stimmt, sind hier die Werte. Also ganz ehrlich, intelligente Kleidung. Was ist denn das? Minus 2. Das kann ich nicht so stehen lassen. Da fehlt noch eine Produktion. Dann haben wir wieder plus 1. Super. Jetzt fehlt es an Flachs. Logisch. Kriege ich hier aber nicht mehr ausgebaut. Oder doch? Nein. Was ein bisschen doof ist. Es fehlt also an einer neuen Flachsfabrik. Ungefähr so. Die muss natürlich, weil sonst meckert sie, mit einer Straße angebunden werden. Okay, haben wir. Passt. Schön wäre eigentlich, wenn ich jetzt das Ding hier um zwei nach hinten schieben könnte und die Straße einfach eckmäßig hier vorne rumführen kann. Ja, so dachte ich mir das. Und dann verschwindet auch gleich der kleine LKW da. Aber das geht so, jo. Haben wir. Essen. Es ist mal wieder die Luxuskost, die fehlt. Luxuskost. Die hatte ich jetzt. Wo hatte ich denn die jetzt hingebaut? Nach allem, was wir jetzt gebaut haben oder nicht gebaut haben, wo habe ich denn die Superlegierung? Superlegierungen sind immer super. Danke sehr. Aber wo habe ich denn die Luxuskost? Ach ja, hier. Da war sie ja. Ich hatte ja hier das große Neubaugebiet. So, jetzt fehlt wieder ein Wein. Es fehlt immer was. Ne? So, den Wein. So, also, haben wir. Jetzt ist das hier alles erstmal richtig. Bevölkerungszuwachs haben wir nicht mehr. Antarktis, Katastrophe, Quantencomputer und Neuroimplantate. Und Schwerkraft sowie Dings. Okay. Dann zurück. Moment bitte. Warenübersicht von da. Wir sehen, es ist momentan leider noch zu wenig. Das ist eins. Und das hier ist das andere, was natürlich noch fehlt. Das müssen wir jetzt korrigieren. So. Genau. Dann machen wir das so. Jetzt fehlt natürlich da oben in der Antarktis die Produktion. Die fehlt vollkommen. Quantencomputer müssen wir herstellen. Genauso wie halt diese Teile. Das sind die Quantencomputer, ne? Ja, Quantencomputer kann ich nicht mehr. Kann ich insgesamt nicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir mal rein.
Müssen wir mal gucken. Also, es fehlt an den Teilen. Das ist schon auf Maximum ausgebaut. Ich könnte hier noch eine Kühlung bauen. Also es fehlt erstmal noch an einem dieser Teile. Soweit ist klar. Das baue ich mal. Hier. 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 So. Dann haben wir schon mal nicht genug, wie ich sehe. So. Dann hätten wir genug. Aber es fehlt jetzt an den Prozessoren. Die Prozessoren sind hier. Das ist schon maximal ausgebaut. Das ist wie immer schade. Also muss ich es irgendwo anders weiterbauen. Ich baue es mal hier, damit das so ein bisschen die Wärme ausnutzt. So. Prozessoren 0. 0 ist schon mal besser als Minus. Superkühlung, das fehlt noch. Superkühlung ist hier. Könnte ich noch einmal ausbauen, geht aber nicht, weil ist bereits voll. Ist bereits vollkommen ausgebaut. Zack, zack. Geht vielleicht nur so. Und wird dann hoffentlich... Naja, nicht schön, aber nicht zu ändern. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Und Deuterium. Jetzt fehlt es natürlich an Deuterium. Aber wir haben hier schon mal 0, 0, 0, 0. Nullen sind gut. Was fehlt, ist das da. Das kann ich auch mal ausbauen. So, dann fehlt es an Schaum. Es fehlt an Logistik, wenn ich es mal richtig sehe. Logistik kriegen wir hoffentlich auch gleich in den Griff. Ich noch nicht genau weiß, wo ich das... Ah, hier. Da. Das ist eine gute Stelle für eine Logistikgeschichte. Soweit ist gut. Soweit passt das. Aber es fehlt an Deuterium und es fehlt an Molybden. Das ist die eine Mine. Die sind aber schon alle vollkommen ausgebaut. Glaube ich. Was natürlich doof ist. Das bedeutet im Umkehrschluss... hier wäre eine Energiemine. Energie ist ja schön, da ist auch nochmal Energie. Ich mache mal Folgendes. Einmal Energie weg. Und dann wird hoffentlich... Plus 2. Plus 2 ist gut. Das reicht ja eigentlich schon. Aber Deuterium fehlt. Deuterium. Deuterium war doch hier irgendwo... Das war Eisen. Wo wurde nochmal... Oder wie sah nochmal das Ding für Deuterium aus? Das war... hier. Hier wird Deuterium gesammelt. Guck mal, plus. Hammer. So. Zack, 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 zack. Passt. Passt ebenfalls. Und einmal Diamant ist zu wenig. Das kriege ich aber noch hin. Der Warentransport der Diamanten ist möglich. Da ist er. Und der passt. Auf 0 bitte. So. Sortiere Daten. Genau. Ich glaube, dann habe ich die Antarktis repariert. Ne? Alles positiv. Alles subi. Alles bestens. So wie es sein soll. Gut. Das ist Nummer 1. Dann. Ich bin immer unterwegs. Und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Naja, nicht wirklich. Momentan zumindest nicht. Denn... Uff, was ist denn hier los? Das ist nicht nur ein Krater. Das ist Wahnsinn. Ich kann hier noch jemanden befördern. Wieso kann man denn hier noch befördern? Ich hatte doch vorhin eigentlich alles befördert, was da war. Ich weiß nicht, ob das gerade intelligent ist, was ich mache. Gebe ich jetzt mal zu. Intelligente Achtung. Kleidung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ach was, zu wenig Androiden. Ach, ja. Ist ja auch nicht schwer. Ich habe ja noch keine. Okay, aber, dass das funktioniert. Nahrung fehlt. Nahrung fehlt, Nahrung fehlt, Nahrung fehlt. Nahrung ist da. Wieder die Karotten und die Kartoffeln. Mann,
die futtern hier aber auch was. Okay, aber auch das habe ich hingekriegt. Die intelligente Kleidung ist noch nicht ausreichend. Deuterium passt. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier wollte. Warum bin ich hier eigentlich hier reingegangen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber die Kleidung fehlt. Die brauchen einmal Kleidung. Sollen sie kriegen. Ich habe nämlich noch genau einmal im Überschuss. So. Objektprofil wird aktualisiert. Und ich glaube... Ach nein, es fehlte hier. Ich kann mich wieder dran erinnern. Es waren die Kybernetikteile, die fehlten, ne? Deinem alten Freund einen Besuch ab. Gucken wir mal. Was fehlt? Seht ihr? Da, sagte ich doch. Das ist das. Das muss ich dann auf dem Mond gleich erweitern. Machen das mal so. Und was fehlt noch? Es fehlten diese Teile hier, die Antigraf-Einheiten. Genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich hier machen wollte. Antigraf und... Oh, guck mal, das kann ich so. Antigraf brauche ich nicht, ich brauche nur die Kybernetik. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Genau, und die Kybernetik müssen wir aber noch hier verbessern. Das ist nämlich hier unten. So. Und plus minus null passt. Ja, da haben wir noch. Ganz ehrlich. Also plus minus null ist ja nur. Ist ja nur ein bisschen wenig, ne? Also plus eins sollte mindestens drin sein. Ist drin. Passt alles. Gut. Dann sind sie wieder alle relativ happy, bis auf Androiden. Es fehlt an Androiden. Commander Data ist noch nicht angekommen. Der braucht ein bisschen länger heute mit seinem Raumschiff. Aber wenn der ankommt, dann freuen sie sich alle. Und deswegen gucke ich jetzt mal, was ich dafür brauche. Dafür brauchen wir eine KI-Montagefabrik. Bioharz und Silizium. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bioharz. Kriegen wir denn Bioharz her? Okay, das gibt's hier. Nee, gibt's nicht hier. Bioharz muss doch aber hier irgendwo sein. Moment mal. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich bin dran. Ah, Bioharz haben wir. Das ist also kein Problem. Okay. Das produzieren wir ganz von vornherein schon. Und Silizium habe ich doch aber auch gesehen. Silizium habe ich auch. Sollte also gehen. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Und die hier brauchen Sündzellen. Ach du meine Güte, die haben wir nicht. Sündzellen war ja immer ein Problem. Okay. Und dann die neuralen Schaltkreise. Na, das wird ja lustig. Das wird ja jetzt ganz happy. Na, wir bauen mal. Komm. Ich habe noch keine echte Ahnung, wie das hier funktioniert. Das ist das eine. Und das wird hier nämlich das andere. Das ist ja schick. Anforderungen so. Für neuen Erfolg erfüllt. Acht, fünf, zwei, Ende. So. Aber dann wäre die Produktion in Ordnung, sage ich mal. Wenn wir das so stark ausbauen. Jetzt fehlt bloß natürlich an allem anderen. Jetzt fehlen die Sündzellen in Massen. Ist ja wohl klar. Und Sündzellen. Na gut, die Dinger hier fehlen auch noch. Minus 4, 0. 0 würde passen, das können wir schon mal lassen. Na, also, oh, minus 1 an Bioharz, gucken wir uns gleich an. Und Silizium auch minus 1. Wo war die Siliziummine? Ich weiß, ich hatte eine. Da ist sie. Gut, die kriege ich auch. Die kriegen wir abgegradet. Das funktioniert. Das ist ganz easy. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo ist das Bioharz? Das ist nicht hier. Da ist auch nicht. War das nicht? War das nicht Abbau irgendwo? Sind das auch. Nein, das ist eine Fabrik. Und das ist die Fabrik, die mir immer im Weg stand, ne? Da ist er.
Jetzt wird die hier benötigt und die kann ich an der Stelle nicht upgraden, weil da kein Platz ist. Haha. Also muss ich sie doch verlegen. Dann machen wir das. Tja. Machen wir das erstmal unsachgemäß an dieser Stelle. So, nehmen natürlich hier noch ein paar Superlegierungen mit. Graden die hier ab. Oh. Ah, genau. So grillen wir die natürlich nicht ab. Wir drehen das natürlich stylisch um. Wir machen das wieder in eine Richtung. Und das ist so. Genau so sollte es sein. Das war alles geplant. Von vorne bis hinten. Beabsichtigt. Und das machen wir jetzt mal im Kreis. So. 14. Hammer. Hammer. Plus 1. Jo. Dann fehlt nur noch. Und ich sehe gerade, meine Bevölkerung explodiert. Aber die Sache hier mit den. Diesen hier. Ne, mit den Sinnzellen. Ich vermute, dass gleich meine Algenproduktion nicht mehr ausreicht. Dann müssen wir dann auch an die Algen nochmal ran. Aber bis dahin machen wir einmal hier bitte weg. Ja, und dann geraten wir mal ab. Mal gucken. So, 0, 6 reicht. Klappt doch. Ja, mit ein bisschen kreativen Bauen geht hier alles. Und 2 davon. 3 hiervon. Und schon müsste das fast reichen. Die Eigenproduktion reicht nicht. Die Eigenproduktion, die konnte ich doch hier noch upgraden. Zack, zack. Und eine neue Firmenstufe hat sich eingefunden. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Genau. Super. Na, dann gucken wir mal, wie zufrieden unsere Investoren sind. Sie sind auf dem richtigen Weg. So viel kann ich sagen. Yeah. Sie haben genug Androiden, um ihre Zukunft zu sichern. Und schade, dass man die jetzt hier leider nicht sieht. Aber ich glaube, sie sind relativ zufrieden, die Leute. Und ich bin auch zufrieden. 43.000, 44.000 im Plus in der Überschussrechnung und 3,5 Millionen wieder das Cap-Limit erreicht. Bilanz positiv. Überall im Plusbereich. Ich habe es endlich geschafft. Endlich. Gut, die Energie ist ein bisschen knapp mit 33, aber ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich hier hinten die große Insel erweitert habe, also dass ich hier angefangen habe auszubauen, denn ohne diesen Ausbau hätte das nicht geklappt. Also man muss hier wirklich jede Insel besiedeln und möglichst alles mitnehmen, was da ist, auch die Superlegierungen, die irgendwo rumliegen. Und dann kann man sich darüber freuen, dass das hier doch funktioniert. Und ein bisschen schade finde ich, dass diese zufallsgenerierten Naturkatastrophen nicht mehr drin sind. Früher gab es ja Vulkanausbrüche oder Erdbeben und so weiter. Das wäre doch jetzt cool, wenn es einen Aufstand der Androiden gibt, ja, so AI-mäßig. Und plötzlich kommt, die Androiden rebellieren, bekämpfen sie sie oder sowas. Das wäre doch jetzt das Sahnetüpfelchen auf dem I, wenn man es mal so genau nimmt. Also deswegen, das wäre jetzt noch cool. Aber leider ist das nicht drin, beziehungsweise vielleicht ist es auch gut so, dass es nicht drin ist. Denn wenn wir mal darüber nachdenken, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man so einen Volksaufstand plötzlich handelt. Okay, was brauchen wir? Eigentlich brauche ich noch viel mehr Androiden als das, was ich momentan habe. Ich überlege daher, ob ich nicht einfach noch eine Produktionsstätte daneben baue. So, Energie reicht nicht. Verdammt. Wer ist denn auf die Idee gekommen, noch hier ein bisschen was auszubauen? Wer war denn das? Wer hat denn da nicht aufgepasst mit der Energie jetzt? Ich glaube, das war ich. Naja, so, Energie. So, und dann fehlen natürlich die Neuronschaltkreise, ist klar. Zack. Jetzt fehlen die auch nicht mehr, aber der Rest müsste fehlen. Oder komme ich doch hin? Jetzt habe ich eine Überproduktion von 4. 4 ist gut, denn
Erstens brauche ich ja ganz viele so und zweitens kann ich, glaube ich, dann... Ja, es ist genau plus minus null, das ist gut. Das ist cool. Verarbeite Informationen. So, dann sind die auf dem Mond auch wieder ganz, ganz glücklich. Aber es ärgert mich, dass es keine Überproduktion gibt. Denn ich brauche doch zum Fortkommen in den Story-Missionen Überschuss. Ja, wir kennen das ja. Jetzt haben wir eine Überproduktion von plus 3. Okay, dann kann ich genug Androiden langsam aber sicher hier ansammeln, dass das dann auch funktioniert. Gut. Dann ist die Frage, wie viele Investoren haben wir mittlerweile? Sie steigen und steigen und steigen. 62.600 und es werden immer mehr. Das ist super, denn ab 100.000 kann ich hier das Bedürfnis noch nach... Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Ja, ich habe ihn wieder überholt. Ist die Nahrungsmittelindustrie ein langsam wachsendes Feld.